Willkommen bei der Foodschau und willkommen Freiberger Radler. Jetzt fragt ihr euch sicher vielleicht, was ist ein Freiberger Radler? Warum stellt ihr denn so ein Getränk vor? Das hat für mich nur eine Bedeutung, denn Freiberger Radler, ich habe 2 Flaschen bekommen, habe ich angeschrieben, habe mal gefragt, ob ich was bekommen könnte, weil ich in dieser Stadt geboren wurde, wo das Bier produziert war. Daher kenne ich nämlich die Marke. Freiberger ist jetzt nicht für jeden was bekannt, es ist mehr so ein Ostländern oder östlichen Ländern in Deutschland mehr bekannt, also wenn es wirklich so realisiert, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin, da kriegt er eher die Produkte. In den mehr westlichen Regionen sind sie etwas seltener zu bekommen. Man muss höchstens mal fragen beim Getränkemarkt, dann kann es sein, dass er sagt, ja, können wir besorgen, aber ich wollte mal schauen. Man sieht direkt eins, Freiberger Radler oder insgesamt Freiberger kriegt es halt immer ganz gut drin, gleich eine 0,5er Flasche zu machen. Finde ich bei Radler ganz okay, bei Bier finde ich das immer ein bisschen zu viel. Das Bier wurde mir, wie gesagt, kostenfrei zugeschickt. Er sagt, ist aber unbezahlt, das Video. Das ist immer noch ganz wichtig für euch. Was erwartet euch beim Radler? Es ist natürlich nichts Besonderes jetzt gegenüber anderen Radlersorten. Ihr habt hier ein Biermischgetränk mit naturtrüber Zitronenlimonade mit einem Fruchtgehalt von 5%, was 3,5% Zitrone entspricht. 50% Bier aus Wasser, Gerste mal Hopfen, Hopfenextrakt, also Reinheitsgebot. Und dazu kommt halt Zitronenlimonade aus Wasser, Kohlensäure, Zitronen, Orangenkonzentrat, konzentrierten Zitronenextrakt, natürlichen Zitronenaroma, jetzt muss ich hier selber aufpassen, Stabilisator, Guacamole, auch Antioxidantien, Ascorbinsäure aus Zitronensaftkonzentrat. Jetzt haben wir einmal die komplette Liste durchgegangen. Jetzt hoffe ich, ich habe sicher einiges falsch ausgesprochen, scheiß drauf. Aber wie schmeckt das Bier? Da bin ich gespannt drauf. Wie gesagt, ich mag Freiberger als Geschmack. Wieso schon? Ich werde mal eine Flasche mir jetzt aufmachen. Die andere lassen wir noch zu. Wie ich die aufgemacht habe, ich habe hier so einen Öffner, wo man nur so draufdrücken muss. Weil die Frage ja manchmal, Alkoholgehalt hat das Bier? 2,5%. Es riecht schon mal wie ein gutes Radler. Was ich von Freiberger mag, ist das alkoholfrei. Ich trinke ja wirklich sehr, sehr selten Alkohol. Oder wenn nur solche Mischdinger. Oder halt alkoholfreies Bier. Leider muss ich mir das immer besorgen, wenn ich meine Familie besorge. Ich kann mir das leider nie einfach mal so mitnehmen hier in der Region. Wir sehen jetzt als Radler, also ihr seht wirklich dieses Naturtrübe. Also man hat wirklich nicht dieses, man kann sofort durchgucken. Das ist manchmal einfach so bei diesen, also ist bei den Naturtrüben so. Finde ich aber gar nicht schlecht. Riecht. Mal gucken, wie es schmeckt. Ja. Schmeckt. Ist auf jeden Fall erfrischend. Also die Zitrone kommt gut. Ich habe es gekühlt. Das ist eines der warmen. Das hatte ich jetzt die ganze Zeit im Kühlschrank. Das erfrischt auf jeden Fall. Schmeckt mir relativ ähnlich wirklich wie das Bekannte von Krombacher. Das Krombacher Radler finde ich ja wirklich fast am leckersten mit von den ganzen Radlersorten am Markt. Das hier finde ich aber echt, kann gut mithalten. Ist anders, schmeckt aber wenigstens. Ich hatte auch schon Radlersorten, wo ich mir gedacht habe, boah, was ist denn das von Radler? Oder ob das so ein gepanschtes ist, wie hier, wenn es mal schnell gehen muss, hier ein bisschen Spreit rein, ein bisschen Bier rein, dann hast du einen Radler. Ja. Aber das hier, erfrischt. Also, finde ich lecker. Ob ich jetzt eine ganze große Flasche wieder brauche, das ist, wie gesagt, das hatte ich gerade schon mal angesprochen. Ich mache meine Flasche schon mal wieder direkt wieder zu. Ich habe hier extra so ein Ding, dem man auch das Vakuum ein bisschen herstellen kann. Dann kann ich wenigstens... So, dann bleibt die Flasche länger frisch. Dann kann ich mir noch ein bisschen aufheben für heute Abend, weil ich werde jetzt nicht die ganze Flasche jetzt trinken. Ich hebe mir heute Abend zum Essen noch ein bisschen auf. Ja, also, ist ein leckeres Radler, kann man nichts gegen sagen. Könnt ihr mal ausprobieren. Wie gesagt, naturtrüb, da muss mir einen gefallen. Wer sagt, nee, naturtrüb ist nicht meins, ich brauche nur, bei mir muss das Glas klar sein. Okay, da wirst du keinen Spaß mit haben. Gibt es aber, glaube ich, von Freiberger auch. Insgesamt würde ich es wieder kaufen. Ich fände es halt wirklich schön, das wäre die einzige Marke, die ich da wirklich dran setze, wenn es eine 0,3er Flasche gäbe. Das wäre so ein Punkt, den hätte ich sehr gerne. Aber trotzdem ist es ein leckeres Bier. Wenn ihr das mal seht, probiert es mal aus. Die Freiberger Marke, man sagt, also Freiberg, müsst ihr einfach mal eingeben. Freiberg Sachsen, das ist 09599, das ist die Postleitzahl. Und das Freiberger Brauhaus. Ob ihr die Produkte irgendwo bekommt, die haben echt leckere Sachen. Wie gesagt, das, ja, jetzt ist nochmal das Alkoholfreie, kann ich sehr ans Herz legen. Das ist echt saulecker. Und das Radler hier kann ich auch euch immer ans Herz legen, wenn ihr das mal seht. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, lasst den Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Hier könnt ihr es, glaube ich, auch ein Abo machen. Ich weiß es gar nicht, ob es jetzt hier ist oder hier. Und hier tauchen jetzt ein paar andere Videos auf. Ich optimiere ja hier ein bisschen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao.